Von wo kam der denn? Nee. Ach komm, das ist jetzt echt so ein Scheiß. Fick dich! Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum bereits fünften Part von The Nightfall. Ich muss zugeben, ich habe leider ein klein wenig mal im Internet jetzt nachrecherchiert, wo wir denn die nächste Botschaft finden. Und es ist meiner Dummheit zuzuschreiben, dass ich nicht einfach mal im Garten nachgeschaut habe, weil da lag sie. Wir haben echt jeden Raum durchgeguckt, mehrmals, und ich will gar nichts sagen. Ich will wirklich gar nichts sagen. Aber das Scheißteil liegt im Garten, ne? Genau. Und dann würde ich jetzt fast vorschlagen, dass wir uns vielleicht auf den Weg dahin begeben, wenn schon dann richtig. Und jo, schauen wir doch mal, was wir im Garten so finden. Oder beziehungsweise was auf dieser Botschaft steht, weil das weiß ich natürlich überhaupt noch gar nicht. Die liegt nämlich hier hinten auf dem Tisch. Genau. Das nächste Mal sollte ich vielleicht mir angewöhnen, wirklich jeden Raum systematisch mal abzusuchen. Also, schauen wir mal. Frederick und Maggie Harson haben ihre Kinder Mike, 9 Jahre, und Valerie, 8 Jahre, als vermisst gemeldet. Beide sind am Nachmittag des Vortages, den 12. November, mit ihrem Hund Molly bis zur Straßenecke spazieren gegangen. Zum Haus zurückgekehrt ist aber nur das Tier, das eine leichte Schnittwunde an der Pute hatte. Die Kinder sind weder bei Freunden noch bei Nachbarn aufgetaucht. Diese berichten aber von einem auffälligen Eiswagen, der nichts verkauft, sondern nur durch die Nachbarschaft fährt. Die Behörden ermitteln wegen des Wagens. Einige wenige Augenzeugen berichten von einem Fahrer im Clownskostüm. Okay, also so Sachen mit Clowns ist sowieso immer ganz, ganz kritisch. Okay, jetzt haben wir es inzwischen, wie viel Uhr? 8:30, glaube ich. Oder 9, war es 9? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich frag mich echt, was da noch alles passieren soll, weil es wird ja wirklich von viertelstündlich wird es ja immer schlimmer. Und wir müssen ja bis 8 Uhr morgens überleben. War das? Doch, es war, glaube ich, 8 Uhr morgens. Was soll denn da noch alles passieren? Hier. Noch 8,5 Stunden. Sollen wir hier in dem Haus allein überleben? Und die ist halt immer noch nicht so. Die ist halt immer noch so blöd, weißt du? Und geht nicht mal raus. Oder haut ab. Keine Ahnung. Ich wäre doch schon längst weggerannt. Okay. Den Schlüssel haben wir immer. Ich frage mich halt, ob man den Schlüssel irgendwo finden kann. Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir hier Raum für Raum immer nacheinander erforschen. Aber was mir noch im Nachhinein gekommen ist, um die ganze Situation hier vielleicht ein klein wenig aufzulockern, mache ich mir jetzt erstmal eine Pizza. So. Zumachen. Anschalten. Ich weiß zwar nicht, was ich da alles drücken kann. Ah, nee, das sind ja die Herdplatten oben, oder? Das müssten doch... Ah ja, tatsächlich. Das ist die Pizza dann. Ich frage mich, ob man die auch vergessen kann. Okay. Das haben wir angemacht. Ja, wir haben es erst 8:30. Gehen wir mal ins Arbeitszimmer und schauen, ob wir da was finden. Also ich finde es oben irgendwie viel gruseliger als unten. Keine Ahnung wieso. Aber auch diese langen Flure, weißt du? Scheiße. Wollen wir zuerst ins Schlafzimmer? Alles gut? Also ich brauche jetzt wahrscheinlich nicht alle Schubladen nochmal durchgucken, weil das haben wir schon mehrmals gemacht. Das Bad. Okay. Ja gut, ich habe eigentlich gar keinen Grund hier wirklich alle Zimmer durchzugucken. Guck lieber mal nach meiner Pizza. Kann man auch was in die Mikrowelle tun?
was trinken. Ah, sag mal, vielleicht können wir hier so ein Ei in die Mikrowelle tun. Das geht ja. Und jetzt? Okay. Können wir eine Tasse nehmen? Da könnten wir uns auch mal einen Kaffee machen. Nicht unbedingt. Ja, wird die auch mal fertig oder verkohlt die? Die Pizza ist noch nicht fertig. Ah, die ist noch nicht fertig. Okay, gut. Ja, dann werden wir wahrscheinlich doch mal ein bisschen die Räume erkunden müssen. Das Feuer brennt noch, das ist gut. Tipptopp. Eieiei. Jetzt ging es mir gerade richtig runter. Ey, ich wette mit euch, Leute, da steht jetzt keiner. Ja, ich habe ja gar keinen Schlüssel. Clownskostüm. Och komm, ich habe auch keinen Bock, dass jetzt hier so ein Horrorclown durch die Gegend läuft. Hallo? Da ist niemand. Scheiße. Von wo kam der denn? Nee. Ach komm, das ist jetzt echt so ein Scheiß. Fick dich! Hä? Ja, komm, jetzt ist langsam mal gefaked hier. Aua, die kommen einfach aus dem Nichts. Oder was? Scheiße. Auch. Da war Blut drin. Da ist jetzt auch einer. Da auch. Mann, hört doch auf. Ich muss noch mal in der Pizza schauen. Hallo? Ich muss noch mal in der Pizza schauen. Oh, Mann, hier sind... Hä? Wo? Übertrieben. Ist die fertig? Die Pizza ist noch nicht fertig. Mann, wie lange brauchen die? So eine normale Tiefkühl... Läuft irgendwo Wasser? Oh, erschreckt mich doch nicht jedes Mal so. Hab's verstanden. In dem Raum sind keine. Mann. Jetzt übertreiben sie es aber mit den Luftballons. Oder der Typ, keine Ahnung. Oben. Im Musikzimmer. Oh shit, wir haben es. Viertel vor. Oh, Mann! Doch jemand gerade drauf gedrückt. Oh oh. War das schon vorher da? Da ist so ein Clown drauf. Oh Mann, muss das echt mit so einem Horrorclown sein? Oh, oh. Fick dich! Fick dich doch! Wer rechnet denn mit dem Scheiß? So ein Scheiß, ey. Nein! Oh, nicht lustig. Ey.
Jetzt habe ich mich aber echt erschreckt. Die Luftballons. Die Luftballone? Luftballons? Luftballons? Luftballone? Nee, Luftballone. Die Luftballons, die verschwinden langsam, habe ich das Gefühl. Nein, die war vorher noch nicht da. Oh, nicht irgendwelche Horrorpuppen. Oh, scheiße. Oh, ein bisschen mehr Licht hier im Zimmer. Ich will die auch nicht so lange angucken. Die war vorher noch nicht da, gell? Och, scheiße. Und jetzt? Ich wette mit euch, die verschwindet dann jetzt irgendwie und dann taucht sie wieder auf und... Ein Bad? Das ist ja das Kinderzimmer, stimmt ja. Och, einfach so eine scheiß Puppe. Einbohrland ist noch da unten. Hör doch auf! Hier im Bad waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Jetzt haben wir so... Unsere Pizza, scheiße. Doch aus. Die Pizza ist noch nicht fertig. Ja, easy. Braucht die da eine Stunde oder was? Oder müssen wir die alle zum Platzen bringen hier vielleicht? Nee, oder? Die, wenn man die länger an. Ja, die platzen, wenn man die anguckt. Also tun wir mal alle Luftballons hier zum Platzen bringen. Hier hinten in dem Zimmer waren wir noch nicht. Boah, jetzt habe ich mich aber vorhin aber auch erschreckt bei dieser scheiß Spieluhr. In dem Bad war noch einer. Ich glaube, der ist noch nicht geplatzt. Genau. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, draußen zu gucken. Mal kratzen hier. Nee, hier ist nichts. Okay. Oh, jetzt hat es mich schon wieder so erschreckt. Da ist jetzt sowieso keiner. Die wollen nur, dass wir gucken und dann... Hier ist ja gar keiner. Och Mann. Hier waren keine mehr. Und hier? Auch nicht. Hier war die Spieluhr. Das mache ich nicht nochmal hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, langsam die nächste Botschaft finden, ne? Die jetzt wahrscheinlich irgendwo versteckt ist. Ich will nicht schon wieder in den Raum zu der Puppe. Okay. Da hat sich nichts getan. Wer hat denn so eine Puppe? Die scheint irgendwie so aus Porzellan oder so zu sein. Okay, hier ist sicher mal nichts. Wie viel Uhr haben wir es überhaupt? 5 vor. Ja, ja. Irgendwo wird jetzt die nächste Botschaft versteckt sein. Im Kinderzimmer waren wir schon. Ist so ein bisschen wie Slenderman, würde ich fast schon sagen. Einfach nur cooler. Mit diesen Briefen zu finden. Okay, jetzt sind auch keine Luftballons mehr da.
Luftballone? Ich habe das immer noch nicht im Kopf. Die muss doch jetzt langsam mal fertig sein hier. Ah, die ist gut. Das war lecker. Ja, natürlich schiebt sich diese kochend heiße Pizza in den Rachen. Und was machen wir jetzt wegen der Botschaft? Hä? Draußen vielleicht wieder? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Den kennen wir ja schon, den Brief hier. Nee. Okay. Die Tür ist ja abgeschlossen, ne? Ja, die ist abgeschlossen. Okay, hier ist auch nichts mehr. Höchstens vielleicht nochmal im Büro. Den Brief kennen wir. Hat es jetzt schon wieder geklingelt? Wollt ihr mich verarschen? Da ist niemand. Und wir kommen ja eh nicht raus. Oh, ey, ich habe so richtig Schiss, aus dem Fenster zu gucken. Also, ich weiß, dass ja keiner da steht, aber kann natürlich auch sein, dass sie... Nee, Mann, so gucke ich da nicht raus. Draußen bellt auch die ganze Zeit der Hund, das regt mich auch auf. Haben wir hier eine Uhr irgendwo? Warte mal, wie viel Uhr haben wir es denn? Jetzt haben wir es gleich 10. 9. Doch, 10. Ich habe es gerade so richtig knarren gehört. Ist der nächste Brief, Leute. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich weiß, ihr mögt Luftballons. Alle Kinder tun das. In meinem Eiswagen habe ich mehr davon. Wow. Okay, Leute. Damit war der... damit wäre der Teil jetzt auch abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen kleinen Daumen nach oben oder schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von solchen Games spielen sehen wollt, ich habe jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen das Fable dafür gefunden, mal so ein bisschen Horror-Games zu spielen, weil die packen mich einfach auch wirklich. Und ich glaube, jetzt werde ich in der nächsten Zeit erstmal wirklich nur ein bisschen das spielen, weil, ja, ich mache einfach das, auf das ich Bock habe, weil ansonsten kommt es auch nicht gut rüber, ne, wenn ich dann einfach das nur so halbherzig mache. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, ihr tut mich weiterhin unterstützen oder, ja, mir ein positives Feedback geben. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, haltet die Ohren steif und ciao.